Mittlerweile ist es einige Monate her, dass ich euch coole Gadgets in einem gebündelten Video auf diesem Kanal vorgestellt habe und deswegen soll es heute um drei coole und vor allem nicht allzu teure Gadgets, denn alle kosten weit unter 100 Euro gehen und ich hoffe natürlich, dass für euch etwas dabei ist. Sollten euch derartige Gadgets-Videos gefallen, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr jetzt kostenlos ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Schauen wir uns jetzt aber direkt nach dem Intro die drei Gadgets an, die ich euch gerne einmal kurz und knapp vorstellen möchte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Beginnen wir mit einem kleinen, sehr unscheinbaren, aber wirklich praktischen Gadget, nämlich diesem kleinen Schloss hier. Dieses wird aber nicht per Zahlencode oder per Schlüssel geschützt, sondern mit eurem Finger, genauer gesagt mit eurem Fingerabdruck. Mit im Lieferumfang ist eine kleine Anleitung, die euch erklärt, wie ihr euren Fingerabdruck hier hinzufügt und daraufhin bis zu 20 weitere. Und so könnt ihr dann ganz einfach und unkompliziert eure Schultasche, eure Reisetasche oder euren Koffer mit diesem Smart Lock eben schützen. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil ihr keinen Schlüssel verlieren könnt oder das Passwort bzw. den PIN-Code vergessen könnt, sondern ihr habt immer euren Finger mit dabei und so könnt ihr eure Sachen ohne Probleme schützen. In meinem Fall ist das hier jetzt sogar schon mein zweites smartes Schloss, denn ich nutze bereits eins im Keller, um diesen zu sichern. Und so muss ich nicht irgendwie meinen Schlüssel mitnehmen oder ähnliches, sondern ich kann einfach einmal hier raufdrücken und daraufhin entsperrt sich das Ganze. Und es funktioniert auch wirklich sehr zuverlässig. Das Einzige, wo ihr natürlich darauf achten müsst, ist, dass der Akku immer aufgeladen ist. In meinem Fall musste ich aber weder das eine noch das andere Schloss bisher ein einziges Mal aufladen. Das heißt, der Akku hält über Monate und das ist natürlich wirklich eine coole Sache. Machen wir weiter mit einem Gadget von der Firma Nomad. Da habe ich euch ja bereits in meinen vorigen Videos das ein oder andere gezeigt. In diesem Fall soll es um eine AirPods Case gehen für die erste und zweite Generation. Und im Grunde genommen ist jedem, denke ich, klar, warum man eine Case für die Case der AirPods nutzen sollte. Denn diese nutzen extrem schnell ab, sie zerkratzen sehr schnell. Und daher lohnt sich so eine Case auf jeden Fall, wenn man nicht möchte, dass die AirPods bereits seit 2 Wochen extrem zerkratzt sind. Daher ist so eine Case auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Im Falle der Nomads AirPod Case handelt es sich um eine Kombination aus Kunststoff und Leder. Und dieses Leder ist am Anfang sehr hell, wird dann über die Zeit, wie es bei Leder üblich ist, ein bisschen dunkler. Und so bekommt ihr aus 2 Kombinationen, also das Ganze lässt sich sozusagen teilen, eine sehr gute Case, die ihr im Endeffekt ohne Probleme auf eure AirPods rauf machen könnt. Sie ist einfach ab- und aufzumontieren. Das heißt, wenn ihr mal den Pairing-Button, der jetzt in diesem Fall verdeckt ist, benötigt, dann könnt ihr ganz einfach die AirPods aus dieser Case herausziehen und könnt den Pairing-Button dann benutzen. In den meisten Fällen benötigt man ihn aber ja eigentlich nicht. Von daher finde ich das auch nicht so schlimm, dass dieser mehr oder weniger versteckt ist. Wie ihr beim Gadgets kaufen richtig sparen könnt, möchte ich euch gerne jetzt zeigen. Am 11.11. ist ein riesiger Sale bei AliExpress, einem der größten Online-Shops der Welt. Ihr bekommt dort einmal im Jahr bis zu 70% Rabatt auf sowieso schon günstige Gadgets. Um aber noch mehr zu sparen, könnt ihr mit dem Cashback-Service von LiciShop noch einmal bis zu 5% vom Bestellwert zurückbekommen. Mit dem exklusiven Gutscheincode NilsHendrikWelk11 könnt ihr die Cashback-Rate noch auf 50% erhöhen und kauft somit noch viel günstiger ein. Als Tipp kann ich euch zusätzlich noch geben, legt jetzt schon eure Wunschprodukte bei AliExpress in den Warenkorb, denn nachgefragte Waren werden schon in wenigen Minuten nach dem Start des Sales ausverkauft sein. Meinen Warenkorb findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bisher habe ich bei LiciShops fast 40 Euro Cashback auf meinem Konto bekommen. Diese könnt ihr zum Beispiel auch durch Reisebuchungen über Booking.com extrem schnell erreichen. Um zu guter Letzt nicht übers Ohr gehauen zu werden, da gerade auf AliExpress viele ihre Preise bei Rabattaktionen anheben, solltet ihr die LiciShops Browser-Erweiterung installieren, damit ihr Preisschwankungen in der Vergangenheit überprüfen könnt. Außerdem wird immer darauf hingewiesen, wenn eine Seite den Cashback-Service von LiciShop unterstützt und ihr verpasst nie mehr, einfach Geld zu sparen. Kommen wir jetzt auch schon zum dritten und letzten Gadget und zwar zu den Tautronics Over-Ear-Headphones bzw. Kopfhörern. Und zwar haben diese Active Noise Cancelling und kosten damit unter 60 Euro, was auf jeden Fall sehr beeindruckend ist für diesen Preis. Die Kopfhörer bestehen aus Kunststoff, fühlen sich aber nicht billig an. Natürlich haben wir hier keine 150 oder 200 Euro Kopfhörer, deswegen ist es jetzt nicht so, dass es sich mega hochwertig anfühlt. Aber für den Preis bekommen wir auf jeden Fall eine gute Verarbeitung, einen angenehmen Sitz. Wir haben sowohl an den Ohrmuscheln als auch oben am Kopf Polster und so ist der Sitz auf jeden Fall sehr angenehm. Es drückt nichts und man kann auf jeden Fall mehrere Stunden damit ohne Probleme Musik hören.
Neben den Kopfhörern ist auch noch eine Case mit dabei, wo ihr diese eben aufbewahren und transportieren könnt. Außerdem ist in dieser Case noch so ein kleines Netz und da könnt ihr das Zubehör, was mit dabei ist, aufbewahren. Einmal ein 3,5 mm Klinkenkabel und auch ein Micro-USB-Kabel ist mit dabei, um die Kopfhörer aufzuladen. Die Active Noise Cancelling Funktion ist natürlich ziemlich cool und meistens eher in höherpreisigen Kopfhörern vertreten, in diesem Fall wie gesagt bereits für unter 60 Euro, was durchaus ein Kampfpreis ist meiner Meinung nach. Auf Amazon sind sie auch wirklich sehr gut bewertet mit fast 5 Sternen, daher ist es jetzt nicht nur meine subjektive Meinung, sondern sehr viele sehen es so, dass auch das Active Noise Cancelling gut funktioniert und insgesamt der Klang durchaus ausgewogen ist und ihr für 60 Euro auf jeden Fall nichts falsch macht, falls ihr keine Kopfhörer habt und euch gerne Over-Ear-Kopfhörer für nicht allzu viel Geld mit Active Noise Cancelling zulegen möchtet. Ich persönlich nutze jetzt nicht allzu häufig Over-Ear-Kopfhörer, sondern meistens eher die AirPods, aber wenn man dann doch mal irgendwie im Flugzeug ist und über längere Zeit fliegt, dann finde ich so eine Alternative mit Over-Ear, die eher bequem sind, doch sehr angenehm und daher nutze ich sie dann meistens eher für längere Zeiten und die AirPods dann eher so für kurz mal in der Bahn oder kurz mal im Bus oder eben auf der Arbeit, wo ich jetzt Over-Ear-Kopfhörer nicht benutzen kann, aber da, wo Over-Ear sehr praktisch ist, nutze ich dann auch gerne dieses Modell. Das soll es dann aber auch schon wieder gewesen sein von diesem Video und von drei praktischen Gadgets, die ich gerne in meinem Alltag verwende. Zum einen, wie gesagt, die AirPods Case, um die eigentliche Case zu schützen. Dann einmal das Schloss mit Fingerabdrucksensor, was ich wirklich jedem empfehlen kann. So eine Teile sind wirklich Gold wert und kosten auch nicht besonders viel. Und dann natürlich auch die Active Noise Cancelling Kopfhörer für unter 60 Euro, was auf jeden Fall echt ein Kampfpreis ist. Ihr dürft mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welches Gadget euch am besten gefällt und was für Gadgets ihr vielleicht im nächsten Video sehen möchtet. Dann schaue ich mal, ob ich mir die besorgen kann und sie dann euch auch vorstellen kann. Ich hoffe natürlich jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat. Würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere derartige Videos sehen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch bereits im nächsten Video schon wieder.